Willkommen zurück zu Tomb Raider. Beim letzten Mal sind wir relativ weitergekommen für unsere Verhältnisse. Also wir haben zumindest den einen Todessprung geschafft, des totalen Ultratodes. Und jetzt sind wir hier. Sehen hier unten jede Menge Spaß und Freude. Wir haben aber da drüben auch nochmal, da hinten liegt irgendwie entweder das Schrotmunition oder es ist Medipack. Deswegen wollen wir da auf jeden Fall auch nochmal hin. Da ganz unten haben wir auch noch einen Speicherpunkt. Das kommt mir dann wieder sehr gelegen. Weil Speichern ist ja irgendwie immer Mangelware. Aber mal gucken. Das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Und wenn es das Vorletzte ist, was ich tue. So, warte. Oh, Jump. Es ist Schrotflintenmunition. Okay. Nehmen wir aber auf jeden Fall auch mit. Man weiß ja nie. Und dann muss ich gucken, wie ich jetzt von hier aus weiterkomme. Müssen wir jetzt hier tatsächlich zurückklettern, um dann nach unten zu kommen? Oder gibt es da noch einen anderen Weg? Wir könnten über den Weg da hinten da uns am runterklettern lassen. Dann wären wir am unten. Da kommen wir nicht so einfach hin. Da unten auch nicht. Wir können natürlich tatsächlich zurückklettern und dann über das Dingens. Über das Dingens, das ist so genau, genauer geht's gar nicht. Genauer hätte ich es gar nicht aussprechen können. Nun denn, nichtsdestotrotz müssen wir da irgendwie rüber. Hep. So, ein bisschen vorsichtig. Hier war das, glaube ich, runter, ne? Genau. Dann mache ich mal den hier. Und dann den hier. Und dann lasse ich mich einfach runterfallen. Yay! Dann gucken wir mal, wo geht's denn hier hin? Ach so, okay. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Die Frage ist, will man da überhaupt so hin? Ich weiß es nicht. Ich will es auch irgendwie gar nicht wissen. Obwohl doch, eigentlich will ich es wissen. Weil... Ich befürchte fast, dass wir von hier aus nicht wirklich weit kommen. Da hinten haben wir zwar noch eine Plattform, indem wir halt hier machen oder runterfallen. Da kam erstmal Musik. Und ich habe da schon irgendwas grunzen hören. Das ist super. Restart. From the start. Ah nee, besser nicht. Gut. Fazit ist, wir werden dann den offiziellen Weg dafür nehmen. Jetzt haben wir die Sachen da später ein, weil wir wollen dann auch gucken, was haben wir denn da noch so? Müssen wir erstmal wieder da hinkommen, erstmal wieder über Treppe und Gedöns. Ne, das dauert jetzt auch wieder so 2 Minuten, gefühlt. Wahrscheinlich ist es auch tatsächlich so. Einmal, zweimal, haben wir schon wieder viel zu viel Schallschaden. Ja, wir bekommen Schaden durch den Schall. Restart. So geht das ja nicht. Geht ja nicht, dass wir hier 2 Meter fallen, weißt du, und erstmal gleich hier Schaden kassieren. Ne? Wäre das so gewesen, als ich noch ein kleines Mammut war, ne? Und dann halt so damals so auf dem Spielplatz extra für Mammuts dann herumgetollt hätte, ne, und dann so 2 Meter gefallen wäre, wenn ich dann gestorben wäre oder so viel Fallschaden gekriegt hätte, wie jetzt die gute Lara hier, dann wäre ich nicht mehr. Ne, also, das geht ja so nicht. Kannst ja nicht machen. Was sollen die Leute davon denken? Und hepp. Sondern hier runter, mit langsam runterfallen lassen. Das passt. Ich glaube, da müssen wir noch das eine Schlüsselobjekt hier einsammeln. Wobei, das könnte man theoretisch auch noch später machen. Wichtig ist nur, dass wir es tun. Aber nur denn. Jetzt haben wir es auf jeden Fall. Und vergesse ich das schon mal nicht. Wichtig ist halt nur, dass ich dann gleich an... die Objekte denke, die da einmal in dem möchtigen Secret sind und einmal die Schrotflintenmunition, die wir gerade eingesammelt haben. Dass ich daran dann denke, wenn wir dann jetzt unten waren und geguckt haben, was haben wir da. Ich befürchte echt, dass wir da wieder gegen entweder eine Katze oder so eine Mumie kämpfen dürfen.
Ist aber, ne? Freue ich mich schon drauf. Geh mal runter. Wir drehen uns mal um, damit ich hier mal kurz runter gucken kann. Da hinten kann ich auch noch irgendwo hin, sehe ich das richtig? Sieht fast so aus. So, wenn ich jetzt hier runterkomme, komme ich gleich auf den Boden. Wir gehen lieber hier lang. So. Ah, komm. Bevor da irgendwas ist, gucken wir mal, was ist denn da? Was knurrt denn da? Ach, ja, Mumien, hey! Ist ja gut, dass ich da wieder hochgesprungen bin. Dann machen wir es halt so. So könnt ihr mich ja nicht erwischen, weil ihr nicht so schön hochspringen könnt. Ist vielleicht ein bisschen feige, aber es ist die Mammut-Taktik. Die Mammut-Überlebenstaktik. Wenn ihr erstmal bedroht werdet von irgendwas, springt erstmal irgendwo hoch und bleibt dort. Kann nur gut werden. Stunden später. So, jetzt haben wir es, ne? Oder kommt jetzt... Ach, das, ich dachte schon, da bewegt sich noch was. Das ist nur ein Speicherpunkt. Ah, zwei Mumien, die dann hier kommen, ja? Ja, jetzt komme ich da nicht hoch. Komm. Ja, das ist zu hoch, okay. Wie komme ich denn dann da hoch? Da irgendwas im Loch drin? Nö. Ist auch viel zu dunkel da drin. Und die Wand hat sie immer noch sehr doll lieb. Wenn sie diese Gefühle nur mir zeigen würde. Ja. Schaffe ich das von dem Ding aus hier? Da kann ich da nicht raufspringen? Willst du mich verarschen? Tatsächlich. Ich kann da anscheinend nicht draufspringen. Nee. Da landet sie dann wieder von runter. Wie ist denn das dann gedacht? Muss er da irgendwie hochkommen? Soll wahrscheinlich von der Plattform dann irgendwann da hinkommen. Frage ist, wie komme ich da an die Rille ran? Ah, okay. Verstehe. Das heißt, wir müssen sowieso einmal oben rum. Gut, dann werden wir einmal ganz kurz die Items, die oben sind, nochmal einsammeln. Wenn dann nochmal gekonnt irgendwo runterspringen und sowas. Nicht so wie vorhin, wo wir da wirklich blöd runtergefallen sind. Weil ich die Rolle auch verkackt habe. Meine, wir doch, wir hatten eine Rolle gemacht und dann einfach vorne über runtergefallen. So dass ich mich nicht mehr irgendwo festhangeln konnte. Leider. Nee, das reicht nicht, schade. Da müssen wir es tatsächlich so machen. Und dann hier nochmal. Und wieder hangeln und hangeln und hangeln, hangeln, hangeln. Mehr hangeln, mehr hangeln, mehr hangeln, hangeln, hangeln. So, einmal hier hoch. Hui. Dann einmal hier das Medikit auf jeden Fall einsammeln. Auf jeden Fall einsammeln. Und dann daneben die Munition. Hier diese da. Gibt jetzt gar keinen Secret Sound. Ist das, weil ich das jetzt schon mal erkundet habe? Oder? Nee, das kann nicht sein. Sonst hätten wir das auch nochmal bekommen. Wahrscheinlich einfach ein Fehler. So wie du. Du bist auch ein Fehler. Nein, bin ich nicht. Okay, vielleicht schon. Ein Fehler in der Matrix. So, und warten, und warten, und warten. Und rüber. Komme ich da eigentlich runtergefallen? Irgendwie ohne großartig Fallschaden zu bekommen? Ist das zu tief? Das ist zu tief. Dann nicht. So.
sondern hepp, bumm, erstmal gegen die Wand. Weil das kann sie ja so gut. So, hier war das runter, ne? Ja. Dann machen wir den hier. Dann jetzt hier gekonnt mal runtergesprungen. Dann war das hier, glaube ich, an der Kante ran oder so. Ja, da unten ist eine Kante. Gut, dann machen wir mal den. Ach, hätte ich auch auf die Plattform kommen können. Aber so geht's auch, zum Glück. Sonst hätte ich alles nochmal machen müssen. Das, nee. Darauf hätte ich jetzt, naja, sagen wir nicht, keinen Bock gehabt, aber es wäre auf jeden Fall schon ätzend gewesen. So, und wo kommen wir dann hier hin? Ins Tod- und Verderbenland, das ist gut. Nee, sieht alles hier relativ harmlos aus. Da muss ich jetzt hier gleich nochmal langhangeln, damit ich dann darüber komme auf die eine Plattform. Ich glaube, ich schaff's. Oder? Oder nicht? Vielleicht? Möglicherweise? Eventuell? Unter ganz gewissen Umständen? Und da hat es geschafft! So. Sorry. Wir wollen jetzt da irgendwie rüber. Müssen wir mit Anlauf rüber. Oh, nee, wieder. Mit Anlauf über irgendwo rüberspringen, das kann doch nichts werden. Ja, Lara, komm schon. Musst mir jetzt nicht deine Bubis in die Kamera halten, ne? Man ist natürlich schon anzusehen, ne? Ohne Frage. So kann die sie auch sind. Aber nee. Das lenkt mich viel zu sehr ab. Da ist ein Schalter. Sonst haben wir hier nichts. Und da haben wir dann die letzte Brücke. Yay! Letzte Schlüssel daheim. So, dann speichern wir auf jeden Fall ab. Auf jeden Fall, weil wir haben jetzt hier mehr oder weniger alles abgearbeitet in den Raum. Wir overwriten wieder. Und dann können wir auch theoretisch auch schon wieder runtergehen und so, ne? Machen wir den hier. Machen wir den hier. Machen wir den hier. Kommt keine neuen Mumien, das ist schön. Ich hätte jetzt irgendwie schon fast damit gerechnet. Nicht, weil wir halt den Sand berührt haben, sondern weil wir den Sand berührt haben, nachdem wir den Schalter betätigt haben. Verstehst du? So, da haben wir jetzt den gleich das letzte Schlüsselobjekt. Und uns wurde ja jedes Mal immer wieder eine Tür gezeigt. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt alle vier Schlüsselobjekte eingesammelt haben, dass wir dann da durch dieses komische Tor durchgehen könnten. Theoretisch. Praktisch abwarten. Da ist es und da wartet es auf uns. Hallöchen, du Kleines. Kleine Kugel. Und da geht die Tür auf. Muss ich nur gucken, wo die jetzt genau ist. Ich vermute mal, die ist irgendwo da unten. Oder hatten wir die schon gesehen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ach, siehst du mal, was da unten noch rumliegt? Habe ich mich gar nicht richtig umgeguckt, ja? Was bin ich denn für ein Saftladen? Gehen wir erstmal hoch. Sammeln den Mist hier ein. Schrotflintenmunition, die ist ja immer fein. So, und dann mal gucken, wo soll das denn sein hier? Da ist nix. Da ist auch kein Tor. Sonstige Stelle mit Wasser würde mir jetzt gerade so nicht direkt einfallen. Wo soll denn das sein? Ach da! Ah! Schon in die richtige Richtung schwimmen.